Aber Film und Hollywood-reif ist ja eigentlich auch dieser Sonnenaufgang über Berlin. Film ab für Berlin. Ja. Also die Sonne gibt schon wieder alles. Aber man muss auch sagen, dass der menschengemachte Klimawandel jetzt wirklich da ist. Wir hatten wieder Rekordtemperaturen, zum Beispiel mit 35 Grad in Berlin gestern. Und noch nie in der Region und in Dresden zum Beispiel auch war es so heiß an Anfang September seit Beginn der Messungen. Also das sind die Veränderungen, die sich jetzt einstellen durch den menschengemachten Klimawandel. Und auch heute haben wir noch mal griechische Verhältnisse. Aber die Bilder sind einfach schön von natürlich unserer schön aus. Dachkamera vom Axel Springer Hochhaus. Ja. Wow, ne? Heute in Berlin ähnliche Temperaturen wie in Athen, nämlich 33 Grad. Also die Hitze über Osteuropa und in Berlin reicht bis runter nach Griechenland. Das sehen Sie hier auf der Karte. Und hier im Westen ist es schon etwas kühler, 21 Grad in London heute, Paris heute 19 Grad. Und die heiße Luft kommt heute etwas stärker im Vergleich zu gestern aus dem Osten weiter nach Westen voran. Aus diesem Grund werden Sie es alle, guten Morgen nochmal, in den Westen, auch im Westen deutlich schwüler empfinden im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Also hier ist die Schwülebelastung in Nordrhein-Westfalen teilweise extrem stark, ist sie aber auch im Süden. Naja, und wir in Berlin hier, wir haben eher so die trockene, heiße Luft, da ist es dann nicht so drückend. Die nächste Karte zeigt dann den Sonnenschein. Also der Sonnenschein breitet sich heute aus dem Osten weiter in Richtung Westen aus. Sehr wenige Wolken nur noch am Himmel. Höchstwerte zwischen 24 Grad auf Sylt und eben die angesprochenen 33 Grad in Berlin. Auch im Süden eine gute Lage, eine freundliche Wetterlage. Viel Sonnenschein, 21 Grad im Erzgebirge, 22 Grad in Freiburg, 28 Grad in München. Erst gegen Abend kommen dann im Südwesten nochmals Regenschauer und Gewitter auf, die später auch Rheinland-Pfalz erreichen. Das Warnschild steht für extrem starken Regen, sehr viel Niederschlag innerhalb von kurzer Zeit durch solche heißen Sommergewitter. Die weiteren Aussichten. Der Freitag wird auch noch mal sehr freundlich sein. Viel Sonnenschein im Norden, nur südlich der Mainlinie ein paar Schauer. Der Samstag, der freundlichere Tag des Wochenendes, aber auch im Osten am Sonntag sehr viel Sonnenschein. Dann zieht aber von Westen her, ziehen Niederschläge auf, wieder mit Schauern und Gewittern. Und der Montag wird wahrscheinlich der letzte heiße Tag sein. Dienstag geht es in Richtung Temperatursturz. Die Temperaturen gehen dann auf rund 20 Grad zurück. Also dann werden wir mal vom Herbst überrascht sein. Diese Woche also noch volle Lotte Sommer und nächste Woche dann das Wetter, was man volle eigentlich Lotte, jetzt erwarten so wie würde. Sagst. Ne? Ja. Volle jetzt. Lotte ist nicht schlecht.